100 Jahre nach der Zerreißung Tirols, 100 Jahre nach der unrechtmäßigen Annexion unserer Heimat, nach 100 Jahren Zwangsehe mit diesem vor uns immer noch fremden Partner, stehen wir heute hier am Geburtsort unseres Helden im Hofrander und können voll Stolz sagen, die Mehrheit in diesem Land spricht immer nur Deutsch. Wir pflegen unsere Tiroler Kultur und Tradition. Wir tragen die historischen Trachten unserer Vorfahren und wir tragen auch die Charaktereigenschaften unserer Vorfahren in uns, die dieses Landl zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Aber mit dem alleine geben wir uns nicht zufrieden. Weil wenn man jahrelang dieselbe Therapie anwendet und sich das Verhältnis und der wirtschaftliche Gesundheitszustand dieses aufgezwungenen Partners sich trotzdem verschlechtert, sollte man die Therapie ändern. Wir wollen die Scheidung. Weil ein weiteres Phänomen ist gerade im Anmarsch. Hinter gar einigen Häuserfassaden leben gar einige Landsleute, die unsere eigenen Werte nicht mehr respektieren, die unsere eigene Kultur mit Füßen treten und die ihre eigene Identität verleugnen. Diese sogenannten deutschsprachigen Italiener, übrigens ein Begriff, der gibt es leider bei uns in Südtirol, ich habe noch nie etwas von einem italienischsprachigen Deutschen gehört, also diese selbsternannten deutschsprachigen Italiener wandeln zwischen Minderwertigkeitskomplex und Größenwahn. Ihnen fehlt es an Respekt, Stolz und Selbstbewusstsein. Sie leben nur noch ausschließlich dort, wo die Gräber ihrer Groß- oder Urgroßeltern liegen und ihre Heimat im Zemp oder Aufladekabel ihres iPhones steckt. Ihnen ist die Vorstellung abhanden gekommen, dass wir Tiroler seien. Und Ihnen ist auch die Vorstellung abhanden gekommen, dass wir unseren Vorfahren etwas schulden. Ganz im Gegenteil. Die meinen, unsere Vorfahren schulden uns etwas für das, was sie getan oder nicht getan haben. Und das ist eine Anklage der Toten, die bald schon keine Verteidigung mehr haben. Eigentlich wäre dies die Aufgabe der Verantwortungsträger in unserer Heimat oder vielleicht auch der Schulen. Aber das ist wahrscheinlich dann zu viel verlangt. Deshalb werden wir das weiterhin übernehmen. Wir, die Ewiggestrigen. Für wie lange? Wie das Wort schon sagt, für ewig. Und am Ende, geschätzte Tiroler Landsleute, liebe Freunde unserer Heimat, möchte ich noch einige Worte an all jene Kräfte Italiens richten, die seit 100 Jahren versucht haben, unsere Heimat zu italienisieren. Ihr habt es nicht geschafft. Ihr habt versagt und ihr werdet es auch nicht schaffen, weil wir bis home das in uns unauslöschlich brennt. Die Liebe zu unserer Heimat. Es lebe das Land der Tirolerinnen und Tiroler. Schützenheil.